Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Obwohl viele Fehler gemacht sind, sie unerbittlich. Dann suchen Sie ihn! Das Leben vergibt keine Schwäche. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Sie haben nichts Unrechtes getan. Anders kann man das nicht machen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Thank you.
Schwächlinge! Verreiter! Versager! Gangster sind wahnsinnig geworden. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. What?
5 Kilometer vom Stadtkern. What?
Das ist der schlimmste Verrat von allen! Steht unter Adler im Geschoss. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Kernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Das ist der schlimmste Verrat!
Wir müssen jetzt handeln! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Spanflucht!
Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Das war ein Befehl! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen.
Das war ein Befehl! Oder hat uns darin hindern, selbstständig zu denken? Friedrichstraße eingeschlagen.
Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnant-Armee vereinen. Keiner. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt! Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Wir müssen jetzt handeln! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist er fahrenflucht! Dort! Aber alle dieser Fahrräder werden bezahlt! Ja, vielleicht schon dort! Wir müssen jetzt handeln! Es war ein ungeheurer Verrat der Lüge des deutschen Volkes! Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Thank you.
Scheißfinger! Mein Finger, neuer Befehl! Ich glaube! Bezahlen!
Wir müssen jetzt handeln! Aus dieser Kultur aus dem besten Europa verschwemmen. Das war ein Befehl! Dort! Ich will sofort zum Gericht! Dort! Dort! Ich hab weggelegt! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich will Fegelern sehen! Sofort! Dort! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist.